Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge von Forza Horizon 4. Passend zu dem Vierradantrieb dieses Autos, dem schönen Lancia Delta. Heute darf ich wieder Schilder suchen und ihr dürft mir dabei zugucken, wenn ihr Bock habt. Also heute Renn-Action erwartet, muss ich leider enttäuschen. Heute werde ich nur Schilder suchen, wie dieses hier zum Beispiel. Die Schnellreise. Wieder ein bisschen Rabatt. Ich habe wieder meine Karte geholt aus von vor 4 Folgen, kann das sein? Ich glaube schon. Da habe ich ja schon mal ein paar Schilder gesucht. Und heute mache ich da einfach mal weiter. Ich gehe mal kurz auf meinen PC. So. Mach mal diese wunderschöne Karte an. Jetzt muss ich gerade nach links gucken und die hört mich gerade so ein bisschen von der Seite. Ich hoffe, das geht trotzdem von der Qualität her. So, hier oben im Mortimer Garden sind schon einige Schilder. Nämlich 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ha! Sehr gut. Was ich aber sehe, auf dieser Insel hier ist ein Schild. Das geht ja mal gar nicht. Wie kommen wir da am besten hin? Ganz einfach, ne? So. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich glaube, in Durban Water selber ist kein Schild mehr. Das jetzt zum Beispiel nur im Winter erreichbar wäre. Oder die habe ich zumindest schon. Ich merke gerade, ach scheiße, meine Stimme ist langsam am Arsch, weil ich seit geraumer Zeit aufnehme. Ich glaube, meine erste Folge heute habe ich so um 11 Uhr aufgenommen. Wir haben es 18.30 Uhr. Ja gut, kann mal passieren. Ich soll auch mal langsam bremsen, wenn ich nicht wieder in den Himmel fliegen will. So, nee, ups, Idiot. Was auf der Insel? Du hast dein Ziel erreicht. So, ach, da sehe ich das Schild schon. So, müssen wir noch diesen Steg fahren. So, vorsichtig. Oh, sogar ein 5000er, Alter. Zack. Dafür nehme ich immer gern mit. Da waren es nur noch 24. Na, ich komme doch eigentlich ganz gut voran. So. Moment. Da habe ich alles. Ich gehe auch mal jetzt mal ganz oben lang. So. Die beiden habe ich. Ich merke gerade. Oh Gott. Ah, das habe ich schon. Zum Glück das auf der Straße natürlich auch schon. Das konnte sogar ich nicht übersehen. Aber hier habe ich was übersehen. Oh, sogar zwei Schilder fehlen hier. Einmal hier. Also hier ungefähr. Und einmal noch bei diesem... Ist das ein kleiner Teich, ein kleiner See? Da fehlt auch noch was. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ach, jetzt eine Bootsfahrt machen, wäre doch schön. Zum Eisbrecher geht das sicherlich. Jeder Dicke des Eises. Ich glaube nicht, dass er 10 Meter dickes Eis durchbrechen kann. Ich glaube nicht, dass er das einen Eisbrecher schafft. In 400 Metern rechts abbiegen. Oder halt mit sehr viel Anlauf. Ich könnte dann, glaube ich, eher das Schiff Schaden nehmen. Als dass er wirklich viel Eis durchbricht. Nice. Irgendwann nur warten, bis das Eis wieder auftaucht. Kann manchmal etwas länger dauern, aber na gut, so ist das. Ich gucke mal noch ganz kurz auf die Aufnahme, ob die noch läuft. Läuft beides wunderbar. Noch läuft beides. Mir sind doch schon mal Aufnahmen nach 20 Minuten abgeschmiert und dann ja, total gelöscht. Fand ich nicht so geil. Links abbiegen. Sieht schön aus. Diesen Landschaft zum Beispiel, der ist nicht Farbe.
Auch wenn jetzt Schnee fällt, das macht ihnen gar nichts aus. So, gekonnt. Genau wie das, war auch alles gekonnt. Aber die nächste Folge mit dem nächsten Auto, es wird wieder im Frühling sein. Also nochmal, Wetter gibt es nicht. Mein Fenster geht schon wieder aus, aber ich bin vorbereitet. Ha! So, fertig. Ich denke mal, eines der nächsten Autos, ob es nicht so sein wird, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall eines der nächsten Autos, wahrscheinlich der McLaren P1. Das schon mal als kleiner Spoiler. Bestimmt da oben drauf, ne? Wäre ich. Hab ich da nicht schon mal gesehen? Du hast dein Ziel erreicht. Ah. Ah, was denn? Fahr ich gleich mal rüber. Hm, da ist eine Brücke. Wo man da wohl hinfahren könnte. Hm, vielleicht nicht der Expanden? Wer weiß. Hallo. So, ich sehe Bänke. Warum auch immer hier Bänke sind. Ah. Kann man sogar mit einem kleinen Bötchen rumfahren. Ja gut. Lange wird die Fahrt wohl nicht dauern, ne? Ah. Vorsichtig, ne? Der Wagen ist teuer. Ja. Fahrbar, ne? Vorsichtig mit 30 km rückwärts fahren. Sehr vorsichtig. Das Schild. Ich glaube, hier oben in dem Gebiet haben wir sonst soweit alles. Ich bin echt mal gespannt, warum diese Brücken hier sind. Na klar, ich meine, da ist Wasser, aber ob die auch irgendwo hingehen, ob man das Gebiet später befahren kann, ob das oben erweitert wird vielleicht. Das wäre nicht schlecht. Ich meine, die Brücken müssen ja auch irgendwie, müssen auch Straßen angeben. Ich finde, bis jetzt finden die halt ins Nichts, aber man kann ja das dann so eine Verbindung machen. Hier nach Edinburgh, sondern von da hinfahren kann. Wer weiß, was da Schönes ist. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Dann, ich kann ja mal weiter Richtung Edinburgh gehen. Da gibt es auch wieder ein paar Schilder. Ich muss erstmal den Überblick überhaupt behalten, aber da fällt mir noch direkt eins auf. Hier. Da fehlt noch eins. In 400 Metern links abbiegen. Ich werde aber wahrscheinlich nicht alle Schilder machen. Vielleicht mache ich noch eine Folge, wo ich die letzten 5 Schilder oder so entdecke, aber die machen jetzt nicht alle. Links abbiegen. Aber bis Folge 100 schaffe ich das. Da könnt ihr euch sicher sein. Die erste Ausfahrt nehmen. Nein! Nächste Gelegenheit wenden. Nein! Irgendwo auf diesem Feld muss es sein. Nein, Handy. Naja, Fußballfeld. Schildlein, Schildlein, wo bist du? Du hast dein Ziel erreicht. Zufällig hier. Das ist nicht für. War das für Rugby oder so? American Football? Ist das nicht so ein Tor, wo man dazu reinwerfen kann? Soundbug. Was weiß ich. Doch keine Ahnung. Ich habe von nichts Ahnung, erstmal. Warte, ich muss kurz das Auto wechseln. Oh, der Lancia ist plötzlich zum Elektroauto geworden, dass der Motorsound weg ist. Spaß. Elektroautos haben auch Sound. Wollen ja nicht verkehrt ist. So. Da ist Sound. Auch cooler Vierzylinder, aber meiner ist cooler. So, McLaren. Nicht Maserati. Fabian, bist doch echt ein Idiot. Lamborghini, da war ich doch schon.
Boah, da sind aber einige Schilder. In und um Edinburgh. Meine Güte. Dann das am Kreisverkehr habe ich. Die beiden habe ich auch. Es ist halt blöd, immer so auf dem Fernseher zu gucken und dann nach links auf meinen PC-Bildschirm. Die sind halt beide im Winkel von, keine Ahnung, 60, 70 Grad. Deswegen, ich kann halt nicht auf beide Bildschirme gleichzeitig gucken. Das wäre natürlich zu einfach. Er muss auch eine kleine Challenge haben. Und da ist auch ein wunderschönes Schildchen. Das habe ich. Zack, zack. Aber den Großteil der Schilder habe ich sogar. Denn da fehlt noch eins. Nee, oder? Das habe ich schon. Also in Edinburgh selber fehlt mir fast gar nichts mehr. Das ist auch gut so. Ich habe mal eine kleine Abkürzung. Hier könnte man ja auch mal Isetta-Ball spielen oder sowas. Oder Piegelball. Bei nächster Gelegenheit. Wenn ich das Auto mal nehmen möchte, dann komme ich entlang. Aber hier. Komm rum. Naja, 30 gilt pro angetriebenes Rad. Da ich 4 habe. Und auch in Meilen natürlich, ne? Also habe ich 120 Meilen, ca. 195 km/h. Das geht in Ordnung. Ne, immer schön das Tempolimit halten. Ist wichtig, Leute. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Ist das schon ein Kamera zu schnell? Scharf rechts abbiegen. Hier muss eins sein. Nur wo an dieser Ecke? Erreicht. Nicht mehr rein. Aha. Ah. Kleiner Geheimgang. Wieso auch immer jetzt hier die beiden Leute sind. Vor allem, wie die da reingekommen sind, das würde ich auch gerne mal wissen. So, kommt ausparken. Wie ein Italiener. So, wir sind bei 14 Minuten. Alles safe. Also in Edinburgh habe ich so gut wie alle, aber hier sehe ich schon. Da fehlen mir noch 2 Schilder innerhalb dieser Rennstrecke. Sich beide relativ nah an dieser Stelle befinden. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, Mist. Und fand nicht so rückwärts, wie dieser Typ das macht, nämlich ohne nach hinten zu gucken. In 100 Metern rechts abbiegen. Auch wenn man so eine Rückfahrkamera hat, ist es trotzdem immer noch besser, aber zu nach hinten zu gucken, wenn wir rückwärts fahren. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Man soll es auch ohne Kamera können, finde ich. Kann es gerne auch mal benutzen, wenn man es nicht so hinkriegt. Eigentlich sollte man auch ohne Kamera einparken können. So ein Piepsensor finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Finde ich jetzt nicht schlimm. Wenn man immer lauter piepen oder immer häufiger piepen, das finde ich in Ordnung. Immer so Rückfahrkamera. Man soll es auch ohne. Man sollte es auch ohne sein Auto einparken können. Wenn nicht, kauft man sich ein falsches Auto gekauft. Wenn man sein Auto ohne sowas nicht einparken kann. Bin ich so der Meinung. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Wir reden jetzt von privaten Autos. Im Kreisverkehr wenn man dienstlich irgendwie ein Transporter fährt, irgendwie so ein 1,5-Tonner oder so. Links abbiegen. Ja gut. Da sieht jetzt noch einer. Wenn man sich jetzt privat ein Riesenschiff kauft, dann soll man das auch einpacken können.
Zumindest ist es, dass man halbwegs in der Lücke steht. Ich erwarte keine Meisterleistung. Ich bin selber kein Meisterparker, was das angeht. Ich bin kein Gott, was ein Parken angeht. Aber man sollte mit seinem Auto schon umgehen können, zumindest in einer einigermaßen passende Lücke einparken kann. Wo sind die verkackten Schilder jetzt eigentlich? Ich bin sogar gar nicht mal so falsch. Sind die auf dem Berg dann irgendwie drauf? Das kann ja schlecht sein. Wenn sie sich dann da hochkommen. Von der anderen Seite vielleicht. Könnte man versuchen. Ob der Wagen da hochkommt, das ist eine andere Frage. Wenn das überhaupt zum Hochfahren gedacht ist. Hier nichts. Ich glaube, hier sollte man eigentlich gar nicht hochfahren. Das war ich das Gefühl. Oh, warte, ist da nicht auch ein Gefahrenschild irgendwie oben drauf? Ja, also so ein bisschen hochkommen schon mal. So, wo sind die Schilder jetzt? Okay, das ist Nummer 1. Oh, nicht zu. Alter. Also rückwärts fahren. Na super. Ja, vorsichtig. Kann ich hier wenden? Nein, 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 nein. Komm, Allrad. Junge. Wir müssen noch weiter hoch. Das macht der Wagen wohl ja nicht mit. Nein, nicht so weit runter. Nein, dann ja. Ich mache den Weg einfach wieder zurück. So. Ganz vorsichtig. Kann man noch irgendwie hochfahren? Da habe ich doch was gesehen. Ja, vorsichtig, Fabian, ne? Da dachte ich mir 60 km/h lang. Sehr vorsichtig. Ja, habe ich ganz gesehen. So, ist hier irgendwo noch was? Ich bin natürlich auch ein Idiot. Wozu habe ich dann die Drohne? Ach, Fabian, ey. Dazu ist doch die Drohne da. Aber weit weg soll das Schild ja nicht sein. Bin ich sogar eher in die Richtung. Ist das hier irgendwie oben drauf? Soll man hier hochfahren? Bestimmt nicht. Aber ich kann es zeigen. Die Schilder sind schon relativ nah beieinander. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht versteckt. Da kann ich definitiv nicht meckern. Man muss dann schon ein bisschen genauer suchen. Hier oben drauf nicht, ne? Sieht negativ aus. Ja, so riesig ist. Der Berg ist auch jetzt nicht so riesig. Was ist hier ganz oben drauf, oder wie? Oh. Ja. Das wird schwer, da hochzukommen. Schon mal gut, dass ich ein Fahrzeug mit Allradantrieb habe. Ist jetzt vor allem im Winter nicht unbedingt verkehrt. Was hier hoch?
Yes. Boom. Ach, ist die Aussicht nicht schön? Wenn die Richtung ist Edinburgh, wo man davon nicht so wirklich viel sieht. Also die Brücken, die noch ins Nichts führen. Ach ja, da hinten ist dieser Windpark. Man sieht sogar, glaube ich, von hier, dass sich die Windräder drehen. Geil. Ne, nette Aussicht hier. So, okay. Wir haben ungefähr 20 Minuten. Dann fährt hier... Geht's mal Richtung Strand. So ein Flugplatz. Wo ist denn der Flugplatz? Ach da. Kann man schon mal übersehen. Genauso wie ein Schild, was sich hier versteckt. Das kommt jetzt hier auch wieder unbeschadet runter. Wahrscheinlich nicht. Ich muss da. Komme ich hier runter, um mich zu überschlagen? Neu berechnet. Oh. Ah. In 200 Metern rechts abbiegen. Na fast. Ja, runter. Oh. So, was bauen wir jetzt auf der Straße oder? Na fuck. So, wo bin ich denn hier hochgefahren? Die Route wird neu berechnet. Geht ja schnell mit dem Wagen. In 400 Metern rechts abbiegen. Ey. In 200 Metern links abbiegen. Schauen wir hier weiter geradeaus. Bei nächster Gelegenheit wenden. Mach einfach mal den hier. Irgendwo in der Mitte war das. Wahrscheinlich hier so in der Gegend, ne? Ich komme auf die Karte. Naja. Ich bin schon in der Nähe. Du hast dein Ziel erreicht. So, hier vielleicht. Einen kleinen Bauernhof. Also. Ein unscheinbares Gelände. Ich bin nirgendwo. Hallo. Zack. Es fehlen noch 17 nur noch. Na Mensch. Das haben wir auch geschafft. Das wieder vorzu dann live. Ich heute allerdings wahrscheinlich nicht mehr machen. Habe ich heute wohl genug gemacht. Dann scroll ich mal in meiner Karte runter. Ich glaube, soweit kann ich schon das Gold. So. Nur wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, ist die Karte in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ich es vergesse, ja, dann tut's mir leid. Ich kann auch nichts dafür. Na, das Schild habe ich auch noch aktiv.
denke, hier soweit müsste ich alle gefunden haben. Dann gehe ich in der Karte mal weiter. Ich habe noch nicht rechts vom Derwentwater geguckt. Im Winter zugefrorenen See. Also so, ja, wo ist denn der? Achso, ja, so. Hier so in dem Bereich. Oder hier Lake Cursed Forest, Entschuldigung. Denn im Wäldchen sind auch einige Schildchen versteckt. Ja. Da habe ich auch schon ziemlich viele. Was mich natürlich auch sehr freut. Ist halt eine Fleißaufgabe. Das muss man eindeutig sagen. Aber wer fleißig ist, wird eben auch belohnt. Da fehlt auch noch was. Da muss doch was fehlen. Fehlt nicht, Mist. Hier. Er sieht auch eigentlich ganz gut aus. Ja, ich weiß, das Forza da und das Forza. Also, ich habe nicht so gut wie alle. Schneller kenne ich jetzt noch kaum welche. Aber es sind auch noch ein paar hier. Karte schon drin, die ich noch nicht geschafft habe. Wie anscheinend dieses hier. Mal gucken, ob ich das holen kann. Jetzt muss ich auf die Zeit gucken. Ist auch noch ganz wichtig. Ja, da fahren wir noch hin. Der Zug kommt gleich noch. Schön querfeld einfahren. Der hält das aus, der Wagen. Der hat schon bald 30 Jahre überlebt, also er wird auch noch ein paar mehr schaffen. Komm, Berg hoch. Ich bin schon wieder müde. Bestimmt irgendwo oben drauf, oder? Ah, das stimmt. Du hast dein Ziel erreicht. Ja. Wie zur Hölle? Was soll man das bitte machen? Weil, ich sag mal, sprungtechnisch sieht das hier eher schlecht aus. Ja gut. Ist noch ein anderes Schild in der Nähe, was ich holen könnte. Nein, das ist ja auch mit Sprung. Da muss ich auch einen behinderten Sprung machen. Da sehe ich das Schild, komme aber nicht hin. Also ist, glaube ich, kein Sprung, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch den Wheelspin und dann machen wir mal Schluss für heute. Oh, ja, die 100.000 nehme ich gerne, die da waren. Ich hätte aber wohl nur 7.000 bekommen. Nee, ein blaues Poland. Was mir sicherlich stehen würde. Nicht. Ja, dann mache ich schon Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wahrscheinlich morgen 18 Uhr. Also bis dann und tschüss.